Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, was ich euch, ihr mir vorgeschlagen habt. Und zwar war es in einem der letzten Videos so ein bisschen Thema, dass ich euch ein Drogerie-Starter-Kit-Video zeige. Und ich habe hier einige Produkte, die meine absoluten Favoriten sind, die sehr, sehr günstig sind, die man immer wieder nachkaufen kann, wenn man, weiß ich nicht, man fährt in den Schwarzwald im Urlaub und man hat zufälligerweise sein Make-up vergessen. Das sind die Produkte, die ich immer wieder nachkaufen würde, ohne viel zu viel Geld auszugeben. Und ich freue mich, dass wir heute einen sehr, sehr günstigen Drogerie-Look gemeinsam schminken können. Bevor es losgeht, Freunde, ich habe was geschickt bekommen und ich wollte es euch unbedingt zeigen. Weil, also ihr wisst, ich arbeite ja schon eine ganze Weile sehr, sehr gerne mit Asam zusammen. Ich liebe die Produkte, vor allen Dingen auch das neue Make-up ist fantastisch. Aber es gab einen neuen Relaunch oder eine neue Auflegung der Bath & Body-Reihe von Asam. Und ich habe was geschickt, einfach nur so, um mir das mal anzuschauen. Und ich habe wirklich gebettelt, dass ich euch das zeigen darf. Denn es gibt das hier. Und ich habe mich in ein Produkt ganz spezifisch verliebt. Das Coole ist, das ist eine Home-Spa-Box mit 5 Peelings und 5 Körpercremes. Und ihr könnt euch so ein bisschen durchtesten für einen Preis, der ist fantastisch. Komme ich gleich zu. Aber ich mache euch das mal auf. Schaut mal, ihr habt hier 10 verschiedene Produkte drin für 29,95 oder so. Und eigentlich wollte ich euch heute nochmal die Vitamin-C-Reihe zeigen. Die liebe ich auch. Aber das hier, ich muss es rausholen, das ist... Ich bin ausgerastet, als ich das gerochen habe. Und zwar gibt es hier drin eine Reihe. Und zwar ist das die Lovely Chai-Reihe. Und ich liebe diese süßen, aber nicht zu süßen, diese bisschen orientalischen Düfte. Und das ist so krass. Das ist einfach, kennt ihr Chai-Tee? Chai-Latte? Puh, das ist... Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Schönes gerochen. Und das Coole bei dem Set ist, ihr habt einfach sehr, sehr viel Auswahl. Das Ganze gibt es natürlich in Full-Size-Größen. Aber allein in den kleinen Größen sind schon jeweils 50 Milliliter mit drin. Damit kommt ihr mega, mega weit. Super pflegende Creme, ein schönes Peeling, was man sich gut in der Dusche mal hinstellen kann und dann einfach benutzen kann. Und durch diesen Duft hat man gleich noch wie so eine Aromatherapie. Hier gibt es nämlich auch noch Charming Blossom Fresh Wave Vitalizing Lime, sehr zitrisch, und Peachy Dream, auch so ein bisschen in die fruchtige Richtung. Also für jeden was dabei, aber wer sich nicht so sicher ist, was er am liebsten mag, gibt es dieses ganze Set. Und das ist einfach super, super cool, entweder für euch oder zum Verschenken. Ich weiß, mein armes Herz, ich kann es auch, ich halte es kaum aus, aber bald ist Weihnachten und die ersten Adventskalender-Videos sind vorgedreht. Das heißt, es geht bald in die vorweihnachtliche Zeit und vor allen Dingen jetzt, wenn es früher dunkel wird, später hell, ist für mich die Me-Time ganz besonders wichtig. Und ich liebe es einfach, ja, so beim Duschen. Ich gehe nicht gerne baden, aber so zum Duschen, ne, so ein bisschen Peeling und danach schön eincremen und die Haut ist einfach super, super weich. Und zum Testen ist diese Reihe fantastisch. Asam hat mir dafür dann einen Code gegeben, den ich euch gerne mitteilen würde. Der steht einmal hier. Alle Informationen sind aber auch unten in der Infobox. Wirklich, also Chai könnte ich mich reinlegen. Ich wurde vor ein paar Tagen von meiner Mutter angesprochen, weil sie auch so ein bisschen in diese Vanille-Chai-Richtung sehr, sehr gerne geht. Und ich hatte mich damit eingecremt und du brauchst danach eigentlich auch kein Parfum mehr. Das ist nicht zu schwer, sondern einfach, wenn man so leicht in dir vorbeiläuft, dann riechst du entweder Peach oder ein bisschen zitrisch. Also wirklich verschiedene tolle Düfte. Schaut euch das Paket gerne mal an, 30 Euro und dann noch der 15% Rabattcode. Das ist schon ziemlich gut für 10 Produkte. Also ganz ehrlich, eigentlich kommst du damit ein Jahr durch. Dann brauchst du keine andere Creme mehr. Finde ich ein super, super gutes Produkt. Finde ich ein super gutes Set, vor allen Dingen wirklich für diese Me-Time. Ich bin super gespannt, was ihr für eure Me-Time macht. Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare und schaut bitte unbedingt bei Asam vorbei, weil ich weiß nicht, wie lange es dieses Set gibt. Solange es da ist, go for it. Fantastisch, ihr werdet es nicht bereuen. Wir starten mit dem Starter-Kit und wir beginnen mit einem Primer. Und das ist hier von Rival Loves Me, der Blur Primer oder die Blur Primer Drops. Das ist wirklich, also ich habe so ein bisschen überlegt, welche Produkte ich euch vorstellen kann. Und ich habe probiert, Produkte zu nehmen, die sehr, sehr günstig sind, aber nicht so performen. Ich mache solche Videos ja oft, aber... Im Prinzip kann ich sie immer wie nennen, wie ich möchte. Full-Face-Make-up unter 20 Euro, Drogerie-Starter-Kit. Aber ich habe heute probiert, so ein bisschen den Fokus darauf zu legen, wie kann ich euch die Produkte mit auf den Weg geben, die sehr, sehr günstig sind, die ich immer wieder nachkaufe auch. Und die jeder, auch der vielleicht jetzt neu mit Make-up anfängt, einfach mal ausprobieren kann, ohne
gleich 60 Euro für eine Contouring-Palette ausgegeben zu haben und dann zu entscheiden, steht mir doch nicht so, mag ich nicht so. Blur Primer Drops, sie sind schon weggezogen, sie hinterlassen ein wunderschönes Finish. Da ist nämlich ein ganz, ganz leichter goldener Schimmer mit drin. Den sieht man kaum, außer dass die Haut einfach so ein bisschen strahlender wird. Sehr günstig, sehr ergiebig. Hier sind 29 Milliliter mit drin und ihr benutzt ja nie meistens eine komplette Pipette. Also ihr kommt damit einige Zeit, wirklich einige Zeit aus. Sehr, sehr gut. Was ich dann aber auch direkt im Anschluss rübergebe, ist von Catrice das Prime and Fine Multi-Talent Fixing Spray. Das ist meiner Meinung nach eins der besten Fixing Primer Sprays in der Drogerie, auch in Bezug auf den Preis. Hier ist nämlich etwas drin, was so ein bisschen das Make-up länger haltbar machen soll. Das bereitet die Haut vor. Und der Sprühstoß ist angenehm, weil es ist oft bei den sehr günstigen Setting Sprays so, dass das einfach der billigste Sprühstoß überhaupt ist und das spuckt dich dann so an. Das ist wie, als würde so eine kleine Fee auf deiner Schulter sitzen und so dich anspucken. Finde ich furchtbar. Das ist ein recht schöner, feiner Sprühnebel, könnt ihr jetzt nicht sehen. Vertraut mir. Sehr guter Sprühnebel. Der Duft ist, geht so ein bisschen in die zitrische Richtung, verfliegt sehr, sehr schnell. Also ihr habt nicht, wenn ihr euch das ins Gesicht sprüht, dieses Gefühl. Was ich auch persönlich nicht so mag. Tolles Spray, vor Make-up, über Make-up, zwischendrin, im Laufe des Tages, erfrischt das Make-up tatsächlich einfach noch. Ich weiß nicht, wie Catrice das hinkriegt, ne? So günstige Produkte so gut zu machen. Ich drehe mal ein bisschen das Licht, dass ihr diesen, look at her. That's the glow I like. Mit der Foundation, ne? Da habe ich so ein bisschen überlegt, was zeige ich euch? Catrice HD Liquid Coverage Foundation, top 4,99 €. Rival de Loop Hyaluron Make-up 3,49 €. Es gibt auch von L'Oreal die Infallible, die ist aber schon wieder recht teuer. Und ich denke mir dann so, okay, sollte ich wirklich in die Situation kommen, dass ich mein Make-up komplett vergessen habe? Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird, aber der Koffer kann ja auch verschwinden, oder? Egal. Günstiges Make-up, vor allen Dingen für Anfänger, sehr, sehr gut. Problem bei der Foundation, Farbrange ist schwierig. Ansonsten hatte ich euch neulich die von L'Oreal gezeigt. Auch die ist sehr gut, eine recht leichte Textur. Oder aber wirklich auch was Farbrange, was Langanhaltbarkeit, was Finish auf der Haut angeht, die Infallible Foundation von L'Oreal 24 Hours Fresh Wear Foundation. Wirklich, das ist für mich keine Drogerie-Foundation mehr, genauso wie das nicht. Die kostet aber, glaube ich, 12 Euro und die 3. Deswegen benutze ich auch diese Foundation. Gebe mir die auf meinen Handrücken heute mal. Ich habe nämlich meine Mischplatte schon eingepackt. Ich gehe nämlich morgen nach Hannover, beziehungsweise war vorgestern in Hannover, und blende mir einfach mal meine Foundation ein. Und im Anschluss gehe ich einfach nochmal mit einem Beauty Blender rüber. Ich teste gerade hier einen von BH Cosmetics. Der ist in einer LE, die ihr bald sehen werdet. Die ist noch nicht draußen, kommt glaube ich nächste Woche raus oder so. Und unter anderem ist auch dieser Schwamm in dieser riesen, das ist die krasseste Kollektion. Ein Video mache ich Montag, Dienstag glaube ich. Ne, Montag oder Mittwoch kommt das Video dazu. Das ist die krasseste Make-up-Influencer-Kollektion, die ich jemals gesehen habe. So viele Produkte, es ist krass. Foundation ist einmal aufgetragen. Ich habe den Concealer vergessen. Hole ich gleich. Schaut euch das an, ihr kennt sie schon, aber falls ihr neu hier seid und meine Produkte noch nicht kennt, probiere ich natürlich so ein bisschen genauer auf die Produkte einzugehen. Eine sehr, sehr leichte Textur. Sehr hohe Deckkraft für die Viskosität. Na, normalerweise ist, je dicker die Foundation, desto deckender ist es. Üblicherweise mittlerweile nicht mehr. Also diese hier ist genauso super leicht, super flüssig und eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Tut gut, fühlt sich gut auf der Haut an und hält vor allen Dingen auch den ganzen Tag. Ich habe kurz die Concealer gesucht, denn ich konnte mich da nicht entscheiden. Eigentlich wollte ich euch den Catrice Liquid Camouflage Concealer vorstellen, beziehungsweise wieder zeigen. Das war einer meiner ersten Concealer, die ich jemals benutzt habe. Ich habe ihn aber nicht mehr in der richtigen Farbe. Ich bin nämlich dummerweise vor ein paar Tagen hier durchgegangen und habe alles, was älter als 2 Jahre ist, weggeworfen, weil teilweise Sachen drin waren, die sind älter als mein YouTube-Kanal. Dafür habe ich den hier rausgesucht. Super Concealer, noch günstiger. Und zwar sind das die von Essence. Das sind die Camouflage Plus Concealer. Waterproof und Tattoo Covering. Gibt es in 2 verschiedenen Versionen. Einmal in Matt und einmal in Healthy Glow. Und ganz, ganz wichtig für mich zumindest ist, ich nehme beides. Ich starte mit dem Matten und der dunkleren Farbe, um hier die dunklen Schatten
auszugleichen. Der hat fast dieselbe Farbe wie meine Haut, ist ein Stückchen dunkler sogar. Das Problem ist, wenn ihr einen zu hellen Concealer benutzt, blendet der sich zu doll aus und die Pigmentierung wirkt nicht mehr so, als wäre sie da. Deswegen gehe ich erst mit dem hier lang und blende das aus und kann dann anschließend die Highlights setzen, was ich gerne mit Concealer mache. Auch der hält super gut, ist nicht parfümiert, sehr, sehr leicht auf der Haut, aber hat eine hohe Deckkraft. Und jetzt seht ihr, das ist ein bisschen dunkel. Jetzt gehe ich einfach mit dem hier rüber, da wo ich ein paar Highlights setzen möchte. Und deswegen nehme ich auch hier den Healthy Glow Concealer. Weil dadurch, da ist kein Glitzer mit drin, sondern da ist einfach wirklich nur so ein Touch an Glow mit drin. So, dass man es kaum wahrnimmt. Aber dadurch, dass ich den ja auch als hellere Farbe habe, kann ich damit auch wirklich punktuell so ein bisschen highlighten, wie hier auf der Stirn oder hier außen. Der verbindet sich jetzt mit dem Concealer darunter und dann ist es nicht mehr ganz so hell. Und jetzt schaut euch mal diese Unterschiede an, ne? Ich habe den Glow, ich habe die Dimension in mein Gesicht gegeben, ohne Contouring zu machen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal rübergehen. Ich habe probiert, darauf zu achten, Produkte zu nehmen, die nicht in Limited Editions sind. Ihr wisst, dass mein absolutes Lieblings-Drogerie-loses Puder von Rival Loves Me, das Ready for the Frill oder dieses mit 4 verschiedenen Farben ist. Das gibt es natürlich aktuell nicht. Dafür habe ich aber das Catrice True Skin Mineral Loose Powder mit Hyaluronsäure genommen. Das ist transparent, ist sehr, sehr matt und ich gehe da wirklich nur mit einer leichten Hand rein. Ich nehme einen fluffigen Pinsel. Ihr fragt mich immer, welche Pinsel ich benutze. Das ist eigentlich nur Letizia Lehmack mittlerweile oder BH Cosmetics. Nur ganz leicht, um den Concealer so ein bisschen zu setten. Und ihr seht sofort den mattierenden Effekt, ohne dass es grob die Farbe verändert. Ne? Also ich bin ja jetzt auch recht dunkel heute von der Foundation und gehe damit einfach nur so ganz leicht rüber. Das ist alles, was ich danach benutze, nicht fleckig wird. Ich will aber den Glow auf jeden Fall nicht wegnehmen. Unter den Augen ist es matt und wunderschön. Sehr, sehr gutes Puder. Also ich war dem erst so ein bisschen skeptisch gegenüber, bin ich ehrlich. Ich habe eigentlich immer nur das Jeffree Star Puder benutzt. Ich benutze das nicht mehr, ich habe es nicht mehr nachgekauft. Das ist auch mittlerweile hier in meiner Aufgebrauchtschublade. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein Aufgebraucht-Video hinkriege. Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich nur euch 3 Produkte zeige und, ich weiß nicht, so Duschgel und so. Also, da bin ich so ein bisschen schwierig. Ich habe noch ein anderes Puder, was ich gerne euch mit auf den Weg geben würde. Und das ist ein bisschen teurer, aber immer noch aus der Drogerie. Das ist von L'Oreal, das Infallible 24 Hours Matte Powder. Ganz, ganz wichtig, es gibt noch ein anderes und das ist schrecklich. Wirklich, nur das Infallible 24 Hour Matte Powder ist das Gute. Einfach reingehen, das hat eine super hohe Deckkraft und damit könnt ihr auch wirklich zwischendurch im Alltag nochmal so ein bisschen, da ist auch eine Puderquaste normalerweise dabei, reingehen und dann punktuell da, wo es ölig ist, ein bisschen rübergehen. Das beste Puder, finde ich, kommt dem Charlotte Tilbury schon sehr nah, hat aber eine höhere Deckkraft. Zum Bronzen, keine Überraschung, der Rival Loves Me Tropical Bronzer, weil er auch einfach, der ist halt einfach günstig, ne? Und das ist, ich finde, ich habe immer gesagt, das ist ein sehr, sehr gutes Dupe zu dem Benefit Hoola Bronzer, aber ich finde ihn besser als das Original. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man da nicht so gut reinkommt. Da ist auch so ein Pinsel dabei. Das war ein richtiger Shitstorm, ne, den ich da bekommen habe. Ich habe nämlich gesagt, dass ich diese Quaste nicht mag und ich mag sie auch nicht, aber zum Konturieren ist sie gut. Also, ne, man kommt damit klar. Ich persönlich finde es nur nicht so gut und gebe mir das auf. Den gibt es in 2 verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe 01 Waikiki, das ist der hellere. Das reicht meistens schon und der ist halt super pigmentiert. Der Geruch ist fantastisch. Das ist so ein bisschen schokoladig, ein bisschen kokoslastig, aber Und auch der ist matt, aber nicht pudrig matt. Also eine ganz, ganz tolle Textur. 1,99 Euro. Das ist das, warum ich Drogerie so sehr liebe. Diese Preise. Für das. Look at her. Look at her. Wir sind noch nicht fertig. Das ist nur die Base. Wir machen mal ein bisschen schneller als Blush, die Catrice Blushboxen. 3,49 Euro kosten auch die, glaube ich. Gibt es in vielen verschiedenen Versionen. Greife ich immer wieder zu, weil sie einfach so super funktional sind, ne? Einfach rauf, sehr gut pigmentiert, halten recht gut, ist nicht von morgens 6 bis abends um 23 Uhr, so wie es jetzt ist. Ich übertreibe natürlich auch immer ein bisschen, dass ihr was in der Kamera seht und arbeite mir das gerne mit so einem Stippling Brush ein und gehe dann auch so ein bisschen unter die Augen. Das erfrischt alles so ein bisschen, auf die Nase.
und dann mit dem Rest hier oben rüber. Hat einen leichten Glow mit drin. Ich persönlich mag das, gibt es aber auch in der matten Version. Sehr gut, das ist jetzt die neue Farbe Warm Soul. Hier habe ich einen Highlighter, der ist von Wet n Wild. Das ist der Blossom Glow Highlighter in der Farbe, ja, der Blossom Glow, Mega Glow Highlighter. Der ist ein bisschen hell für mich, aber ich zeige ihn euch. Der ist ähnlich wie diese Catrice Glow Patrol, hieß die LE, glaube ich. Sehr blinding. Du brauchst wirklich nur ein bisschen. Kannst ihn auch sehr gut in dein Puder mitmischen, also falls du eher so einen Glowy Puder haben möchtest. Ich platziere mir Highlighter ja mittlerweile weniger hier hin, weil ich meistens einen Blush benutze, sondern gehe wirklich mit richtigem Highlighter einfach nur noch über die Nase und hier so ein bisschen in den Bereich, wo ich einfach so ein bisschen Reflexion haben möchte. Ihr könnt den auch aufbauen bis zum Umfallen, mache ich jetzt nicht. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo es den gibt. In Berlin, wir haben weder Famila, wir haben, ich glaube, zwei Müllers. Bei DM gibt es den nicht, bei Rossmann gibt es den, glaube ich, nur online. Ansonsten Douglas, glaube ich, online auch. Und jetzt haben wir eine Base, die ihresgleichen sucht für den Preis. Wir gehen jetzt nochmal mit diesem Spray hier rüber, um einfach das Ganze zu fixieren und noch so ein bisschen frischer zu machen. Geheimtipp, benutzt Setting Sprays, Freunde, wenn ihr Probleme mit Pudertexturen im Gesicht habt. Ihr seid ganz nah dran, damit ihr die Base einmal komplett sehen könnt. Schaut es euch an. 15 Euro. 15 Euro. Und nicht für eine Anwendung, sondern für die nächsten 30 Anwendungen. Wir machen weiter mit den Augen. Und da fiel es mir sehr, sehr schwer, nichts auszusuchen, was keine LE ist. Sonst würde ich meine eigene Lidschattenpalette mit Catrice nehmen. Aber ich glaube, die sind letztes Jahr komplett durch die Decke gegangen. Die Five in a Box Eyeshadows von Catrice. Davon gibt es 6, 7, 8 mittlerweile. Ich habe mich jetzt hier für die Warm Spice Look Palette entschieden. Die kommt der Natasha Denona Palette sehr nah. Steht eigentlich jedem, steht jeder. Und wir beginnen auch tatsächlich gleich mit der ersten Farbe. Das Schöne ist, hier sind die Farben einfach vorgegeben. Du kannst natürlich verschiedene Looks mitmachen, aber du hast nicht so viel Spielraum, wo du denkst, oh, jetzt bin ich damit überfordert. Du kannst monochrome Looks machen, du kannst schlichte Looks machen, du kannst damit aber auch wirklich Cut Crease, das komplette Spektakel machen. Ihr kennt mich, ich bin eher Team Softlan. Team Softlan? Softlan-Weichspieler. Team Soft und starte mit der mittleren Farbe. Die ist extrem pigmentiert, ne? Also, das ist nicht mehr Drogerie. Gib mir die Farbe einfach erstmal hier rauf, auf beiden Seiten. Platziere sie mir, blend sie aus, verdunkel das mit der dunkleren Farbe und ihr habt wirklich einen Look, wo man denkt so, okay, she worked for it. Für den Preis gibt es natürlich auch viele. Ich finde, es macht auch Spaß, die zu sammeln. Jetzt kommen ja oder sind jetzt schon neue rausgekommen in verschiedenen Farben. Und das Schöne ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt da einfach. Ich gehe jetzt ganz leicht in den helleren Ton und mische mir den Rest, der hier so ein bisschen rausgeflogen ist, mit rein. Und gehe einfach hier rüber und blend diese Farbe aus. Dadurch habt ihr nochmal so eine kleine personalisierte Farbe. Sie lassen sich gut ausblenden. Das ist natürlich das Wichtigste beim Lidschatten. Aber sie sind halt auch gut pigmentiert, ohne dass man da jetzt eine Stunde lang verblendet. Ne? Im Vergleich zu den Natasha Denona Lidschatten sind die benutzerfreundlicher, muss man sagen. Und die sind natürlich auch portemonnaiefreundlicher. Ne? 4,99 ist nochmal ein bisschen ein anderes Gefühl als 24,99. Wisst ihr, was ich für 20 Euro kaufen kann? Muss ich euch erzählen. Ich schaue ja sehr, sehr viele YouTube-Videos parallel, wenn ich E-Mails schreibe, Rechnungen schreibe, arbeite, was weiß ich. Ne? So, und jetzt, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich liebe es. Ich bin halt Team Günstmaus, ne? So ein bisschen, immer noch im Herzen. Und ich habe einen Trend gefunden, Frugal Fridges. Sparsame Kühlschränke. So ein bisschen. Und da sind ganz, ganz viele tolle Frauen. Gibt es auch hier in Deutsch oder aus Deutschland, die ihre Einkäufe zeigen, aber auch die Preise dann, wie günstig sie einkaufen und was sie vor allen Dingen daraus kochen. Weil ich sitze jeden Abend und denke mir so, Girl, was esse ich denn heute? Und ich will mir halt auch nicht jeden Abend was zu essen bestellen. Ne? So, und dann gucke ich mir das immer an und denke mir so, da hätte ich auch Lust drauf. Ich hätte auch gerne so einen Kanal. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr darauf Lust habt. Ist eine super Sache. Man lernt einfach super, super viel. Wo ist was am günstigsten? Und wenn man die Zeit hat, von Netto zu Aldi, zu Kaufland, zu Lidl, zu Famila, zu was weiß ich zu gehen, cool, da kannst du einige sparen. Und wenn du dann noch die gekauft hast,
Sign me in. Okay, die Farben sind einmal ausgeblendet. Ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen rüber. Da könnt ihr ja noch eine Stunde verblenden. Geht immer. Ich wollte es aber heute wirklich schlicht lassen. Ich nehme denselben Pinsel, gehe hier in die dunkle Farbe und presse mir die hier einfach rauf. Wir machen heute einen intensiven Smoky Look. Recht klassisch, recht schlicht. Den kleineren Pinsel. Ein bisschen aufpassen mit der dunklen Farbe, dass sie nicht nach unten flake. Betont braune Augen, grüne Augen, blaue Augen. Fantastisch. Und es gibt auch für jede Augenfarbe die passende Lidschatten-Alternative hier. Und dann verblende ich die Farben hier oben einfach so ein bisschen. Ihr könnt es verdunkeln, ihr könnt die Farben sogar nass machen. Dann sind die wie so Cream-Eyeshadows und noch intens oder noch intensiver. Und haben dann auch so ein richtig schönes Finish auf dem Auge. Aber ich wollte es heute so ein bisschen matt lassen, weil ich finde, das sieht einfach immer, das sieht immer schick aus und das kostet am wenigsten Zeit. Ich nehme dieselbe Farbe und einen kleinen flachen Pinsel, greife mir meinen Spiegel und platziere die einfach hier unten so ein bisschen auf die Wasserlinie. Look at her. Könnt das Ganze dann noch so ein bisschen ausblenden, hier verbinden. So ein bisschen Kim Kardashian Gedächtnislook Met Gala 2018. Wie schnell, wie einfach ging das? Wir tragen noch eine Mascara auf und ja, die kennt ihr. Das ist die Rival Loves Me Never Seen Before Mascara. 1,99, 1,29, vielleicht auch 2,29, aber immer noch weniger als die Gucci Foundation für 5.678 Euro. Eine sehr, sehr schöne Mascara. Die ist jetzt in wasserfest, gibt es auch in nicht wasserfest. Ich muss sagen, die in wasserfest hält tatsächlich noch so ein Stückchen länger. Klar, macht Sinn. Werdet nicht viel sehen, aber trust and believe. Schaut euch mal diesen wirklich, also das ist ja ein wirklich simpler Look, ne? Aber der ging ja so schnell. Für die Lippen habe ich euch auch zwei Produkte mitgebracht. Einmal hier von Rival Loves Me, die Stay Forever Lip Glosser. Die sind so günstig, dass es völlig egal ist, wie viele man davon kauft. Ich glaube, die kosten 1,99 €. Ne? Nagelt mich nicht drauf fest. Hier ist ein Liquid Lipstick, hier ist ein Gloss und die sind ähnlich wie die von NYX. Die halten den ganzen Tag. Ich will aber, vielleicht machen wir beides, den als Lip Liner hier. Der ist so ein bisschen dunkler, meine perfekte Lippenfarbe. Und dann im Anschluss gehe ich hier mit dem Maybelline Superstay Matte Ink in der Farbe 65 Seductress. Wirklich einer der schönsten Pinky Nudes in der Drogerie. Ich lasse das Ganze kurz ein bisschen antrocknen und habe einfach, look at her, look at Kris Jenner shaking. Und habe einfach den perfekten Kris Jenner Look mit meinen Haaren. Freunde, was sagt ihr? Super günstiges Make-up für eine tolle Qualität. Andersrum, günstiges Make-up mit super Qualität. Egal, das ist mein Drogerie-Starter-Kit-Make-up und ich hoffe, er gefällt euch. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche eure liebsten Produkte sind. Vielleicht kennt ihr die Produkte, vielleicht probiert ihr sie einfach mal aus. Bei den Preisen ist das natürlich super, super spannend, einfach mal zu schauen und auszuprobieren. Deswegen liebe ich die Drogerie so. Und nochmal eine kleine Erinnerung. Schaut euch unbedingt dieses Set an. Freunde, wirklich, Me-Time ist so, so wichtig. Und wenn ihr euch, weiß ich nicht, morgens beim Duschen 2 Minuten mehr nehmt mit dem Peeling, so eine kleine Aromatherapy, perfekt für die jetzige Jahreszeit. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.